Oder einfach anzuwenden. Ah, ich glaube, das hat es ganz gut gesagt. Also zum Beispiel das mit der Ölindustrie auf Drohne. Es gab und es wird viele noch geben, die sagen, nee, das ist blöd, das funktioniert nicht, das aus welchen Gründen auch immer. Ich kann diese negativen Gründe gar nicht so aufzählen, weil ich sie ehrlich gesagt gar nicht weiß. Weil wenn die kommen, kann ich dagegen argumentieren. Aber ich merke sie mir nicht. Aber wenn ich jetzt diese Traummap dann wirklich habe mit meiner MGBs und das funktioniert, dann kann ich einfach den Kritikern sagen, hey Leute, guckt euch an, wie ich es aufgebaut habe. Ist Vanilla im laufenden Betrieb aufgebaut, umgesetzt, funktioniert. Dann ist das Thema für mich in dem Sinne irgendwann durch. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann hat es nicht funktioniert, dann habe ich wieder was gelernt. Dann weiß ich, hey, ich muss das irgendwie anders umsetzen, damit es funktioniert. Weil ich möchte das wirklich sehr, dass es funktioniert. Ich weiß, dass es auf kleineren Maps funktioniert hat. Ich weiß aber auch, dass hier bei so einer Megabase es teilweise auch zu Problemen kommen kann, die ich so nicht bedacht habe. Beste Beispiel ist bei den AKW zum Beispiel. Ich hatte hier zwischenzeitlich, kann man hier die Drohnen aufmachen, man sieht es, hier fülle ich das Wasser um, hier oben, Moment, ich mache die Drohne mal weg, hier mache ich die, wandle ich die um zu Wasser. Dann hatte ich diese Reihen hier runtergebaut und habe mich gewundert, warum die hier kaum Wasser bekommen. Ja? Jetzt haben sie hier voll Dampf, aber am Anfang, da hatten die, so wie es Dampf reinkam, war es wieder weg. Habe mich gewundert, ja, Und dann habe ich gesehen, okay, die Drohnen, deswegen habe ich hier so eine Ecke gebaut, haben zu wenig Ladepunkte, fliegen zu weit. Es braucht zu lange. Dann habe ich mir gesagt, okay, wie kann ich das beheben? Und habe hier diese Drohnenhangare in die Mitte gebaut und hier die Lade, also die Fässer, Wasserfässerbeladung eingebaut. Dann gesehen, es funktioniert. Dann haben wir wiederum gesehen, mit diesen Dreierreihen, das ist scheinbar wirklich dann schon das Maximum. Also eine vierte Reihe. Das heißt, wenn ich habe jetzt hier dazu gelernt, weil auf einer Single Map, da hatte ich vielleicht zwei, drei dieser AKW-Kreuze mit per Drohne mit Wasser beliefert. Ich habe jetzt hier auf dieser Map gelernt. Warum ist hier auf dieser Map gelernt? Ach ja, das ist am effektivsten oder sinnvollsten ist, wie auch immer man es bezeichnen mag, hier wirklich eine Zweierreihe nur da daneben zu haben, maximal eine Dreierreihe. Das bedeutet auch, ich weiß jetzt, wie viel Platz brauche ich hier, um das Ganze vielleicht woanders hinzubauen. Zum Beispiel hier. Dann kann ich hier gucken, diese Zweier, also zwei solche AKW-Kreuze nebeneinander. Okay, wie viel Platz ist, wie viel Landfill muss ich setzen und so weiter und so fort. Das sind diese Punkte, die ich auf dieser Map gelernt habe. Die habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe die grundsätzliche Idee gehabt, ich beliefere die AKWs auch per Drohne, weil ich ja komplett alles mit Drohne beliefern will. Aber dass das dann in der Größe, in der Masse, dann diese Auswirkungen hat, habe ich mir versucht, vorher gedanklich vorzustellen, mir gedanklich zu überlegen, aber diesen Punkt, darauf kam ich nicht. Ich habe verschiedenste Punkte, bin ich wirklich im Kopf durchgegangen, auf der theoretischen Basis quasi. Hat aber nicht funktioniert. Am Ende war das Problem immer noch da. Deswegen ist das für mich so ein Punkt, okay,
muss man mit bedenken, zum Beispiel habe ich hier, lasse ich keine, keine Radare ausliefern. Deswegen muss ich hier früher oder später mal hin, Radare hin, ausgeben lassen. Bin ich jetzt noch hier im Grünen? Ja, kann ich das nämlich mal machen, beziehungsweise ich gucke mal, ob nicht hier Radare eigentlich eingeliefert werden. Na doch, na klar. Ich muss hier bloß die Radare ausgeben lassen. Dann mache ich doch noch fix was Produktives hier. So, so, so. Und so. Ja, also es gibt wirklich viele Dinge, die ich mir im Kopf überlege und die mir dann aber in der Größe, in der Masse, in den verschiedensten Variablen, die es da gibt, einfach nicht bedenken kann. Die muss man bauen, die muss man umsetzen und erst dann sieht man, ob es funktioniert oder nicht. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, funktioniert die Idee, die ich am Ende habe, alles auf Drohne. Weiß ich nicht. Theoretisch ja. Das Spiel gibt es ja. Praktisch, keine Ahnung. So einfach ist es, weil ich habe schon mir wirklich viele, viele Megabesen angeguckt. Da waren einige darunter, die haben wirklich alles nur auf Fließband gemacht. Wahnsinnige Leistung. Habe ich einen Respekt davor wie Sau. Ich selber habe daran kein Interesse, so eine Base aufzubauen. Nur Fließbänder. Ist nicht mein Stil. Dann habe ich viele gesehen, die haben für, ja, so einzelne Punkte oder vielleicht zur Hälfte auf Drohne gemacht. Ja, sieht schön. Dann frage ich mich wiederum für mich, warum nicht alles auf Drohne? Also, das ist halt so, wie es ist für mich. Teilweise ein bisschen schwierig. Deswegen kann ich nicht abschätzen, ob das überhaupt funktioniert und wie es dann am Ende funktioniert. Kann ich wirklich nicht beantworten. So. Passen wir uns. Und hier sagen wir. Das. Und hier sagen wir einfach mal 2. Das dürfte eigentlich reichen. Ist gar nicht drin oder was? Interessant. Hier wieder einen Punkt gefunden, den es sich lohnt, mal zu bedenken. So. Welches Kabel geht hier hin? Das rote, okay. Hier möchte ich aber Radar einsetzen. So. Somit müsste das an der Stelle eigentlich schon vollautomatisiert funktionieren. Beziehungsweise ich setze hier mal das so hin und sage hier unter 5. Weil das braucht wirklich nicht so häufig fahren. Ist einfach nicht der Bedarf da. So. Ja, letzter Wagen. Okay. So. Schicke ich den einfach hier wieder gerade hoch.
So. Ja. Also ich glaube und ich hoffe, Fano, dass meine Erklärung jetzt oder meine Ansichten zu der Map auch dir klar geworden sind. Ich vermute ganz, ganz stark, dass dies nicht deine Spielweise ist. Nicht, vielleicht nicht zu 100%, aber vielleicht zu über 50% hoffe ich, dass du mein Ziel oder mein Sinn oder meine Logik dahinter verstehst. Vielleicht nicht akzeptierst, aber verstehst. Und ich hoffe auch, deine Max-SPM-Map mal zu sehen und hoffe, die auch euch, auf meinen Zuschauer, auf meinen Kanal, euch zeigen zu können. Von daher hoffe ich nur, und ich würde mich saumäßig freuen, wenn ich die Map euch zeigen kann und vielleicht dann auch Falo dabei habe, so dass ich mit Falo auch in dem Moment drüber reden kann, dass er dann vielleicht auch im Video sein ja, Fazit oder Kommentar nochmal abgeben kann zu meinem Kommentar, also die Re wie sagt man es neudeutsch? Die Reaction auf die Reaction abgeben kann. Das ist es halt. Würde mich wirklich freuen, wenn das so passiert oder wenn das möglich wäre mit Falo. Ansonsten habe ich ja jetzt viel theoretisch über die Map erzählt, was in der Vergangenheit war und wo ich so ganz kryptisch, nennen wir es einfach kryptisch, wo ich kryptisch hin möchte auf der Map. Was jetzt vielleicht die nächsten, jetzt das war ja Session 80 hier, das ist so eine kleine Übergangsfolge. Wo jetzt vielleicht bis Session 100? Wo möchte ich bei Session 100 sein? Gehen wir da mal vielleicht hin, zu dem Punkt. Wenn man jetzt so überlegt, dass ich pro Session so 2 Stunden, vielleicht mal 3 Stunden spiele, sind das 20 Sessions à 2, also 40 Spielstunden. Wo möchte ich in 40 Spielstunden hier sein? Wenn man jetzt überlegt, das könnte ich hier nochmal zeigen. Ich spiele jetzt das Ganze schon 6 Stunden, 6 Tage, 6 Stunden und 21 Minuten. 40 Stunden sind nochmal so 2 Tage drauf. Ist also davon dann ein Drittel nochmal. Ein Drittel der Zeit, die ich bisher auf der Map verbracht habe, nochmal drauf. Wo möchte ich da sein? Ich möchte da auf jeden Fall meine Endgame-Base schon mal angefangen haben, zumindest. Was wiederum bedeutet, ich muss diesen Bereich noch wirklich mit Mauern absichern. Das heißt, wieder Support-Bahnhöfe und so weiter und so fort. Ich möchte dann, wenn ich diese Endgame-Base angefangen habe aufzubauen, ist übrigens noch Stein, möchte ich peu à peu, wirklich Schritt für Schritt. Also das wird nicht so einmal hier komplett Abriss sein, sondern wirklich Schritt für Schritt die Base umziehen. Ich werde sicherlich in diesem Atemzug noch irgendwo ein neues AKW anfangen zu bauen. So ein AKW-Bereich. Also nicht in so einer Klasse, sondern wirklich einmal hier dieses komplette Teil. Viel wahrscheinlich hier unten. Ich weiß es aber noch nicht. Ich habe hier auf jeden Fall den Erzabbau schon gestartet. Die Uranumwandlung will ich hierhin auf jeden Fall machen. Ob ich darunter noch gleich ein AKW setze, weiß ich noch nicht. Ganz einfach. Kann ich noch nicht sagen. Ich möchte bloß die Uranumwandlung, die momentan hier stattfindet und auch in dem Bereich
ja, begrenzt ist, möchte ich einfach umändern. Das heißt, dieser Bahnhof hier würde dann wegfallen, er würde hier rüber, also Bahnzug würde halt von hier rüberfahren, kurzer Weg, schnell und zügig. Weil im Prinzip ist dieses EZL sozusagen der zentrale Punkt. So, das sind nur die Teile, gut. Ob ich jetzt beides schaffe oder in 40 Spielstunden das AKW hier erst habe und hier zumindest die Mauern drumherum gezogen habe, ich weiß noch nicht ganz genau, was. Ach, Fallo, moin, moin. Jo. Fallo, du hast wahrscheinlich den Anfang des Videos noch nicht gesehen. Deswegen, ich wollte jetzt auch bloß schon bald zum Ende kommen. Bin jetzt noch dabei, zu sagen, wo ich in ungefähr denke, wo ich in der 100. Session bin. Also so in circa 40 Spielstunden. Guck dir das Video vom Anfang an und dann denke ich mal, hoffe ich, dass du bei Discord mir noch das eine oder andere schreibst, beziehungsweise wir auf den Punkt kommen mit deiner Max-SPM-Map. So, aber komme ich jetzt zurück zu meiner Map erstmal. Freut mich jedenfalls, dass du hier dabei bist jetzt. Also, wo will ich in der 100. Session sein? Das ist jetzt die 80. Ich hatte jetzt schon kurz gesagt, hier meine Endgame-Base angefangen aufzubauen. Wahrscheinlich noch ein zweites AKW-Cluster hingesetzt hier. Auf jeden Fall auch die Ölindustrie per Drohne dann umgeswitcht. Das bedeutet hier, diese alte Ölindustrie wird dann komplett wegfallen. Es wird dann über die per Drohne gehen und dann natürlich erstmal hier hinlaufen, bevor dann wiederum der Switch stattfindet zur Endgame-Base, je nach Bedarf. Ja, schau dir die in Ruhe morgen an. Überhaupt kein Problem, wie gesagt. Die guckst du dir aber auf Twitch an, weil bei YouTube kommt die erst Ende nächsten Monats. Also soweit Vorlauf habe ich mittlerweile. Also sind jetzt so 1,5 Monate oder so ein Monat, die ich im Vorlauf hab, bin. Einfach aus dem Grunde, weil ich auch Urlaub habe und da wirklich mal eine Woche ohne Laptop bin. Oh Mann, das wird hart. Und dann muss ich mir überlegen, was mache ich Spezielles zu meiner 100. Session? Da bin ich jetzt schon ein bisschen am Überlegen, was mache ich, wenn meine Episoden-Session quasi Zahl dreistellig wird. Da muss ich mir noch irgendwas Verrücktes ausdenken. Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt mir gerne auf Discord da schon mal die eine oder andere Idee schreiben, was man zur 100. Session machen könnte. Würde mich freuen. Vielleicht setze ich das ein oder andere um. Ich weiß es noch nicht. Ich werde jedenfalls jetzt schon anfangen, so dahin hinzuarbeiten, dass ich wirklich in der 100. Session nie gerade in irgendeinem Bauprojekt bin, sondern da wirklich eine entspannte Sache machen kann. So. Deswegen glaube ich, für die nächsten 20 Sessions habe ich hier ein gutes Zusammenschnittvideo gemacht, quasi, wo meine Ziele der Map sind, wo ich hin will, wie ich dahin will, warum ich das eine mache und das andere nicht, warum ich offen für solche Kommentare wie Fallo bin, warum ich mir da auch Gedanken drüber mache, wie ich versuche, manches umzusetzen. Das habe ich jetzt hier alles aufgelistet. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Hinweise oder irgendwas, dann könnt ihr das gerne, saumäßig gerne, bei YouTube zum Beispiel, unter das Video setzen. Oder mal im Livestream vorbeischauen, wie Fallo gerade. Und direkt im Livestream die Fragen stellen. Wenn es quasi eine Frage ist, die ich in diesem Video beantwortet habe, dann nehmt es mir nicht übel, dann verlinke ich dieses Video. Weil mir ist es auch ein paar Mal jetzt schon vorgekommen, dass ich in Livestreams immer mal wieder einen hatte,
der komplett neu war, der noch nicht in Anführungsstrichen im Discord ist oder mich schon öfters gesehen hat, der weiß ja noch nicht so richtig, was ich hier mache, wie ich spiele und so, dann werde ich auf dieses Video verweisen, weil sonst rede ich mir irgendwann mundfusselig. Wenn es aber Themen sind, die hier noch nicht bedacht wurden oder noch nicht reingetextet wurden oder wie auch immer, dann werde ich da auch natürlich saumäßig gerne drauf eingehen. Ich habe auch bisher jeden, in Klammern außer ein, Kommentar bei YouTube beantwortet. Also wenn ihr mir da einen Kommentar schreibt, ich beantworte den. Ich lese mir den durch und beantworte den auch. Im Prinzip war es das. Ich will jetzt die Folge auch nicht zu lange machen, weil ich morgen in den Urlaub fahre. Und das gar nicht kurz. Das sind so 7 Stunden Autofahrt. Von daher gesehen, sollte das wirklich bloß, weil mich dieser Kommentar von Falo und ich kann nur sagen, danke für diesen Kommentar bei Discord. Ein Video dazu machen, um das mal wirklich an einer Stelle vollumfassend zu beantworten, wie mein Stand in dem Moment ist von meinen Gedanken über das Spiel, über die Sache. Und ja, aber ich lese trotzdem im Urlaub eure Kommentare. Also wenn ihr da eins habt, ich beantworte die auch bloß. Ich werde jetzt keine Streams machen in meinem Urlaub, wie ich in manchen anderen Urlauben, die ich hatte, wo ich dann jeden Abend irgendeinen Stream gemacht habe. Fallo kann es bezeugen mit dem Space Engineers Tagen, die wir da hatten, wo ich nach dem Grillen da mich noch reingesetzt habe. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Aber danke, Fallo, für das viel Spaß. Und von daher gesehen, ja, freut es mich auch dann nach dem Urlaub und so wieder mit euch zu zocken, zu quatschen, zu schreiben. Ansonsten, ja, kommt, ich habe ja genug vorgedreht, genug Folgen für euch online. Von daher gesehen, ja, freut es mich einfach. Und ich sag mal so, ich bin auch gespannt, wenn Falo dieses Video gesehen hat, was er mir bei Discord schreibt und ob wir uns dann vielleicht auch verbal Falo wieder im Stream mal hören. Ich bin gespannt, so oder so. Es hat mich gefreut. Bis denn dann, euer Abrisus.